Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, herzlich willkommen in unserem virtuellen Klassenraum für Deutsch. Mein Name ist Andrea Antolitsch-Petak und unser Thema heute ist Musik. Ovo su naši odgojno-obrazovni ishodi. Ihr entnehmt einem Video und einem Text zum Thema Musikinformationen, nennt unterschiedliche Musikstile und beschreibt ihre Merkmale, berichtet über den eigenen Musikstil. Ihr könnt begründen, warum gerade diese Musik eure Lieblingsmusik ist. Ihr könnt etwas begründen, indem man unterschiedliche Kausalkonjunktionen verwendet. Ihr interviewt jemanden zum Thema Musik und vergleicht diese Informationen miteinander. Und was braucht ihr dafür? Ein Blatt Papier oder ein Heft? Einen Bleistift oder einen Kugelschreiber? Euer Handy? Oder euren Computer und Tablet mit dem Internetzugang. In der Videolektion findet ihr folgende Symbole zum Schreiben, zum Lesen, sich etwas ansehen oder sich etwas anhören. In jedem Moment könnt ihr eine Pause machen und dazu gibt es entsprechendes Symbol. Musik spielt eine wichtige Rolle im Leben fast aller Menschen. Deswegen gibt es ganz viele Sprüche über Musik. Hier gibt es nur einige. Musik macht die Stimmung. Alles ändert aber nie die Musik. Das liebe ich an Musik so viel, dass die banalsten Szenen plötzlich eine Bedeutung bekommen. Musik versteht man in jeder Sprache identisch. Die Menschen waren nicht immer für mich da, aber Musik schon. Musik ist die einzige Wahrheit. Musik gibt uns das Gefühl, unsterblich zu sein. Welcher Spruch gefällt euch am meisten? Kennt ihr noch einige Sprüche über Musik? Macht die Pause und beantwortet diese Fragen. Das ist die Vokabelliste mit den neuen Vokabeln aus dem Video, das ihr euch jetzt anschaut. Was bedeuten diese Vokabeln? Erratet die Bedeutung mit Hilfe der Vokabeln im Kontext. Da sind folgende Wörter. Der Ausgleich. Musik ist ein positiver Ausgleich zum Alltagsstress. Die Freude. Beethovens Ode an die Freude ist die Hymne der Europäischen Union. Jemanden berühren. Das Lied hat mich tief berührt. Es hat mich sehr beeindruckt. Die Seele. Menschliche Seele ist unsterblich. Zum Weinen bringen. Dieser Song hat mich zum Weinen gebracht. Ich habe geweint. Der Sinn? Das verstehe ich nicht. Das hat keinen Sinn. Macht bitte die Pause und schreibt die Vokabeln und ihre Bedeutung in eure Hefte auf. Und jetzt könnt ihr eure Lösungen überprüfen. Der Ausgleich bedeutet ravnoteža, poravnanje. Die Freude, radost. Jemanden berühren, nekoga taknuti, dotaknuti. Die Seele, Duša. Zum Weinen bringen, nekoga rasplakati. Der Sinn, Smisao. Unter dem Link bit.ly/musik-bedeutung oder unter diesem QR-Code findet ihr das Lied vom deutschen Sänger Vincent Weiss unter dem Titel Musik sein. Da hört ihr auch Interviews mit einigen Deutschen, die über die Bedeutung der Musik sprechen. Schaut euch das Video an. Wie wichtig ist Musik für die Deutschen? Welche Bedeutung hat Musik für sie? Während des ersten Hörens notiert wenigstens drei Meinungen, die ihr im Video hört. Schaut euch das Video noch einmal an und ergänzt den Lückentext. Das Video findet ihr unter dem Link bit.ly/musik-bedeutung. Ergänzt während des Zuschauens diese Sätze und schreibt die Lösungen in eure Hefte auf. Macht bitte die Pause und löst die Aufgabe. Und jetzt könnt ihr eure Lösung überprüfen. Musik ist mein bester Freund. Sie ist meine große Liebe. Sie ist mein Beruf, mein Ausgleich.
Ohne Musik gibt es keine Freude am Leben. Mit Musik verbringen wir zusammen die Zeit. Musik berührt mich. Jeder Mensch hat Musik in sich. Das ist die Sprache der Seele. Es geht nicht ohne Musik. Musik kann mich zum Weinen bringen. Ohne Musik hat das Leben keinen Sinn. Musik bedeutet für mich alles. Überall sollte Musik sein. Und was bedeuten folgende Vokabeln? Die Vokabeln im Kontext helfen euch dabei. Schreibt bitte die Vokabeln und ihre Bedeutung in eure Hefte auf. Musik machen, singen oder ein Instrument spielen. Viele Deutsche machen gern Musik. Der Chor. Als Kind sang ich im Chor in unserer Schule. Die Stimme. Sie singt so schön, sie hat eine schöne Stimme. Der Song. Das Lied. Mein Lieblingssong oder mein Lieblingslied ist With or Without You. Gängig. In Mode. Die gängigsten Instrumente an der Musikschule sind Klavier und Gitarre. Befreien, freimachen, Musik befreit. Vom Alltag ablassen, zum Beispiel seinen Ärger ablassen. Mit Musik kann man einfach vom Alltag ablassen. Macht bitte jetzt die Pause und schreibt die Vokabeln und ihre Bedeutung in eure Hefte auf. Und jetzt könnt ihr eure Lösungen überprüfen. Musik machen, singen oder ein Instrument spielen, baviti se glazbom. Der Chor, zbor. Die Stimme, glas. Der Song oder das Lied, pjesma. Gängig in Mode, čest, običajen, u modi. Befreien, freimachen, osloboditi. Vom Alltag ablassen, zum Beispiel seinen Ärger ablassen, odpustiti, aber hier zaboraviti. Fast alle Deutschen machen sehr gerne Musik. Und welche Instrumente spielen sie am liebsten? Hier findet ihr nur einige von diesen Instrumenten. Verbindet bitte das richtige Wort mit dem richtigen Foto. Macht die Pause und löst bitte die Aufgabe. Also, das ist die Blockflöte, das ist die Querflöte, die Gitarre, die Violine und das Klavier, das habt ihr bestimmt leicht erkannt, und das ist das Schlagzeug. Und wie musikalisch sind die Deutschen eigentlich? Schaut euch das Video zu diesem Thema an. Das Video findet ihr unter dem Link bit.ly/musik-und-deutsche oder unter diesem QR-Code. In diesem Video erfahrt ihr ganz viele Informationen darüber, wie wichtig Musik für die Deutschen eigentlich ist, welche Instrumente sie am meisten spielen und ob sie musikalisch sind. Nach dem Zuschauen sollt ihr auch ein Quiz lösen, so versucht ihr euch möglichst viele Informationen zu merken. Macht die Pause und schaut euch bitte das Video an. Löst bitte das Quiz zum Video und überprüft, was ihr euch gemerkt habt. Das Quiz findet ihr unter dem Link bit.ly/musik-und-deutsche1 oder unter diesem QR-Code. Macht bitte die Pause und löst das Quiz. Es gibt sehr viele unterschiedliche Musikstile oder Musikrichtungen. Rock, Pop, Techno, klassische Musik, Jazz sind nur einige von ihnen. Hört euch bitte folgende Songs an und erkennt, zu welchem Musikstil welcher Song gehört. Die Songs findet ihr unter den folgenden Links. Den Song 1 unter dem Link bit.ly/musikstil1. Den Song 2 unter dem Link bit.ly
Schrägstrich Musikstil 2. 3. Unter dem Link bit.ly/Musikstil 3. Den Song 4 unter dem Link bit.ly/Musikstil 4. Und den Song 5 unter dem Link bit.ly/Musikstil 5. Macht die Pause und hört euch die Songs an. Und ergänzt bitte folgende Tabelle. Ich hoffe, Musik hat euch viel Spaß gemacht und jetzt könnt ihr eure Lösungen überprüfen. Also Song 1 war klassische Musik. Der Song 2 Jazz. Der Song 3 Techno. Der Song 4 Rock. Und der Song 5 Pop. Jeder Musikstil hat seine Charakteristiken oder seine Merkmale. Welche Charakteristiken oder Merkmale haben die Musikstile, zu denen die Songs gehören, die ihr euch jetzt angehört habt? Also, wie sind die Merkmale des Jazz, der Popmusik, des Techno, des Rocks und der klassischen Musik? Beschreibt die Merkmale der Musikstile mit Hilfe dieser Wörter. Rhythmisch, Instrumentalmusik, laut, leise, interessant oder langweilig, gut zum Tanzen, gut zum Einschlafen, einfach zum Singen, romantisch, Tanzmusik, Improvisation und Kreativität, emotional, unterhaltsam, anspruchsvoll, kreativ oder einfach. Schreibt zu jedem Stil einige Sätze. Zum Beispiel: Jazz ist laut und anspruchsvoll. Welche weitere Merkmale hat dieser Musikstil? Beschreibt noch Pop, Techno, Rock und klassische Musik. Schreibt bitte die Sätze in eure Hefte auf. Welche Musikstile kennt ihr noch? Nennt noch einige Musikstile. Unter dem Link bit.ly/Musikrichtungen 11 oder unter diesem QR-Code findet ihr einen Text über viele unterschiedliche Musikstile und ihre Merkmale. Das ist für diejenigen, die Interesse an Musik haben und die mehr wissen wollen. Ihr erfahrt, dass R&B, Ska, House, Schlager, Folk und viele andere auch Musikstile sind. Ihr erfahrt auch viele Informationen über unterschiedliche Musikstile und ihre Geschichte und Merkmale. Viel Spaß beim Lesen! Jeder hat seine Lieblingsmusik. Andreas und Christine sprechen hier über ihren Lieblingsmusikstil, ihre Lieblingsmusik und ihre Lieblingsgruppe. Schließlich begründen sie auch ihre Meinung. Andreas: Ich höre gerne Rockmusik, weil sie laut, modern, rhythmisch und gut zum Tanzen ist. Meistens höre ich englische Musik und meine Lieblingsgruppe ist U2. Ich mag alle ihren Songs, aber mein Lieblingslied ist With or Without You, denn der Song und die Melodie sind ausgezeichnet. Christine: Ich höre alles, aber am liebsten deutsche Popmusik, besonders Liebeslieder, weil ich romantische Songs vorziehe. Meine Lieblingssängerin ist Christine Stürmer. Das Lied Millionen Lichter ist mein Favorit, weil der Text und die Melodie wunderschön sind. Ich mag auch die Band Silbermond und besonders ihr Lied Das Beste, weil es sehr romantisch ist und das Thema natürlich die Liebe ist. Und jetzt seid ihr dran. Berichtet bitte kurz über euren Lieblingsmusikstil. Schreibt einen kurzen Text.
Beantwortet bitte folgende Fragen. Welchen Lieblingsstil zieht ihr vor und warum? Beschreibt diesen Musikstil. Was ist euer Lieblingssong? Was gefällt euch daran besonders? Wer singt den Song? Welche Musik hört ihr mit euren Freunden und welche zu Hause mit eurer Familie? Macht die Pause und schreibt bitte einen kurzen Text in eure Hefte auf. Unter dem Link bit.ly/meine-musik-Lernen oder unter diesem QR-Code findet ihr einen Text, in dem Theo, Franziska, Theresa, Carla und Florian darüber erzählen, welche Musik sie am liebsten hören und warum sie ihnen gefällt. Lest bitte den Text und macht während des Lesens folgende Aufgabe. A. Welche Musik hören diese Jugendlichen? Und B. Warum? Findet einen Grund dafür. Macht bitte Notizen in eure Hefte. Macht die Pause und lest den Text und schreibt die Antworten in eure Hefte auf. Wie begründen Theo, Franziska, Theresa, Carla und Florian ihre Meinung zu ihrer Lieblingsmusik? Wer sagt was? Findet die richtigen Informationen im Text. Den Text findet ihr unter dem Link bit.ly/meine-musik-Lernen. Oder unter diesem QR-Code. Da sind folgende Meinungen. Ich mag deutsche Schlager, denn die Musik macht immer gute Stimmung und bringt Menschen zusammen. In den Liedern geht es um Liebe und Vertrauen. Deswegen mag ich diese Musik. Ich mag deutsche Musik, weil die Bands nicht so kommerziell sind. Da sie im bayerischen Dialekt singen, klingt das authentisch. Ich mag diese Musik, weil die Musiker darüber singen, was sie selbst erlebt haben. Ich mag diese Musik, weil die Texte oft wie Gedichte sind und Musiker über ihre Gefühle singen und die Gesellschaft kritisieren. Den Beat der Musikstücke finde ich super und deswegen mag ich diese Musik. Ich liebe diese Musik, denn die Rhythmen der Songs sind sehr gut und die deutschen Texte sind besser und die Lieder ausdrucksvoller. Ich mag klassische Musik, weil sie ehrlich ist und Menschen sofort berührt. Macht bitte die Pause und findet im Text die richtigen Informationen. Jetzt könnt ihr eure Lösungen überprüfen. Theo ist der Text C. Franziska, der Text B. Teresa, der Text D. Carla, der Text A. Und Florian, der Text E. Wie begründen wir etwas? Oder wie drücken wir den Grund aus? Dakle, kako ćemo obrazložiti nešto? Ili kako ćemo izraziti razlog? Schaut euch noch einmal folgende Sätze an. Theo mag Rap, denn die Texte sind oft wie Gedichte und Musiker singen über ihre Gefühle. Florian mag klassische Musik, weil sie ehrlich ist und Menschen sofort berührt. Da die Sänger im bayerischen Dialekt singen, klingt die Musik authentisch. Schaut euch die Sätze genau an. Welche kausale Konjunktionen kommen in den Sätzen vor? Wie ist die Wortfolge in welchem Satz? Pogledajte pozorno sljedeće rečenice. Koji uzročni veznici dolaze u tim rečenicama, te kakav je red riječi u pojedinoj rečenici. U rečenicama ste uočili tri veznika: den, while i da. Prvo pogledajte veznike den i while. Warum mag Theo Rap? Theo mag Rap, denn Musiker singen über ihre Gefühle. Theo mag Rap,
weil Musiker über ihre Gefühle singen. Wer sind sie denn, weil imaju isto značenje, a to je jer. No, red riječi u rečenici s den nije jednak redu riječi u rečenici s while. Pogledajte još jednom primjere. Also, wann ist das Verb an zweiter Stelle und wann ist das Verb am Ende des Satzes? Sigurno ste uočili i točno riješili. Das Verb an zweiter Stelle, die Konjunktion denn, das Verb am Ende des Satzes, die Konjunktion weil. Pogledajte sada uzročni veznik da. Njegovo je značenje budući da. Warum mag Theo Rap? Der Musiker über ihre Gefühle singen mag Theo Rap. Ovdje se radi o inverziji. Zavisna rečenica dolazi prije glavne. Pogledajte red riječi u zavisnoj i glavnoj rečenici u tom slučaju. Der Nebensatz, zavisna rečenica, der Hauptsatz, glavna rečenica. Wie ist die Wortfolge, wenn es Inversion geht, wenn der Nebensatz an erster Stelle vorkommt? Wo kommt das Verb im Nebensatz und wo im Hauptsatz vor? Wo kommt das Verb an erster Stelle und wo am Ende des Satzes vor? Schaut euch den Satz noch einmal an und löst bitte die Aufgabe. Das Verb im Nebensatz kommt am Ende des Satzes und im Hauptsatz an erster Stelle vor. Budući da glagol u zavisnoj i glagol u glavnoj rečenici dolaze jedan pored drugoga, možemo reći da si glagoli daju ruke. To vam može pomoći da lakše upamtite red riječi u zavisnoj rečenici kad se radi o inverziji. Welche Konjunktion ist richtig? Löst eine digitale Aufgabe. Die Aufgabe findet ihr unter dem Link bit.ly/grund-musik oder unter diesem QR-Code. Macht die Pause und löst bitte die Aufgabe. Und zum Schluss noch Aufgabe für euch. Ihr sollt Folgendes machen. A. Interviewt zwei Personen, eine ältere und eine jüngere, zum Beispiel eure Eltern und Großeltern und eure Freunde oder Geschwister. B. Stellt ihnen unterschiedliche Fragen zum Thema Musik. C. Schreibt einen Vergleich der Interviews mit der älteren und der jüngeren Generation. Welche Unterschiede und Ähnlichkeiten bemerkt ihr? Und hier sind noch die Fragen für das Interview. Wann und wo hörst du meistens Musik? Spielst du ein Musikinstrument? Welches? Singst du in einem Chor? Was ist dein Lieblingsmusikstil und warum? Hast du eine Lieblingsgruppe oder einen Lieblingssänger, eine Lieblingssängerin und ein Lieblingslied? Erzähle darüber. Gehst du gern ins Konzert? Wo und wann war dein bestes Konzert? Wer sang dort? Ihr könnt auch eure eigenen Fragen stellen. Und zum Schluss noch die Selbstevaluation. Was habt ihr alles in dieser Videolektion gelernt? Ergänzt bitte die Tabelle. Ich kann einem Video und einem Text zum Thema Musik Informationen entnehmen. Ich kann unterschiedliche Musikstile nennen und ihre Merkmale beschreiben. Ich kann über den eigenen Lieblingsmusikstil berichten. Die Gründe für die eigene Lieblingsmusik ausdrücken. Ich kann den Grund mit unterschiedlichen Kausalkonjunktionen ausdrücken. Und zum Schluss jemanden zum Thema Musik interviewen und die Informationen in den Interviews miteinander vergleichen. Ich hoffe, die Videolektion zum Thema Musik hat euch Spaß gemacht und ihr habt etwas Neues gelernt. Bis zur nächsten Videolektion. Tschüss!